Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe. Im heutigen Video geht es um Verlusttrades. Ihr kennt das, wenn man an der Börse handelt, dann wird man immer auch mal Verluste haben. Und es ist natürlich völlig egal, was du dann für eine Assetklasse handelst. Also ob du Aktien handelst, ob du Futures handelst, ob du Optionen handelst. Jetzt ist es natürlich beim Thema Optionen und speziell beim Optionsverkaufen so, dass es da immer mal wieder so Punkte gibt, wo ein bisschen hinterfragt wird, muss man das so machen, muss man das so machen? Und ich habe zwei E-Mails bekommen, die sich auf dieses Thema beziehen. Und weil ich die so spannend finde, will ich das mit euch hier öffentlich auf YouTube machen. Und deswegen geht es also jetzt heute hier um Verlusttrades, ganz speziell beim Verkauf von Optionen. Ihr kennt es ja. Verlusttrades, das ist das normale Geschäft eines Händlers, egal was er handelt. Und es ist auch das normale Geschäft eines jeden Unternehmers. Also jeder, der Unternehmer ist, hat auch hin und wieder mal Verluste. Das ist vollkommen normal. Wir bauen ja jetzt hier gerade um und auch da habe ich natürlich Dinge erlebt, wenn du die ins Thema Trading übertragen würdest, würdest du sagen, ah, das war ein Verlust. Ja? Du bestellst irgendwelche Fenster, die eingebaut werden sollen und dann werden die falschen geliefert. Wer hat also dann den Verlust? Die Firma beispielsweise. Oder aber du lässt irgendetwas machen, schaust das hier hinterher an und sagst, es gefällt mir jetzt doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, lässt es nochmal neu machen, wer hat den Verlust? Ich. Ne? Also Verluste gehören einfach dazu und jeder, der behauptet, dass er keine Verluste macht, das ist ein Lügner. Und ich lese ja immer auch vieles, was so Marktbegleiter von uns machen. Und viele neigen ja dann dazu, immer nur Gewinner zu veröffentlichen. Ne? Also es gibt ja welche, die machen ja nur Gewinner. Da gibt es überhaupt keine Verlierer. Ne? Da kann ich mittlerweile sehr milde darüber lächeln, weil dann weiß ich, wie lange die sich am Markt halten. Nämlich nicht sehr lange, weil natürlich jeder mit ein bisschen Verstand im Kopf weiß, dass das natürlich reines Marketing ist, dass das reine Werbung ist, dass es in der Realität einfach nicht gibt. So. Jetzt kommen wir mal auf diese beiden E-Mails, die ich bekommen habe. Und zwar, einmal hat jemand gefragt, sinngemäß, es passiert doch manchmal, man verkauft beispielsweise eine Call-Option und dann entwickelt sich dieser Call ein bisschen gegen dich. Ne? Der Markt steigt vielleicht an, der Call kommt unter Druck und jetzt verkaufst du so als Adjustierung von mir aus einen Put. Das heißt, du machst aus einem Short-Call jetzt einen Short-Strangle. Und dann wird euch ab und an mal Folgendes passieren. Und zwar, der Call läuft zum Beispiel weiter ins Minus und irgendwann ist er an einem Punkt, wo ihr einfach aus mathematischen Gründen sagen müsst, jetzt nehme ich ihn raus. Ob das jetzt 100% sind, ob das 200% sind, das spielt erstmal keine Rolle. Aber ihr seid zumindest an der von euch festgelegten Verlustgrenze und deswegen geht ihr raus aus diesem Trade. So, und dann könnte man doch meinen, na okay, du hast ja wenigstens den Put drin, aber ihr wisst, ne, versteckte Kamera, genau in dem Moment, wo ihr euren Call mit Verlust geschlossen habt, dreht der Markt nach unten und setzt euren Put so stark unter Druck, dass ihr den auch mit Verlust schließen müsst. Und am Ende habt ihr also die ursprüngliche Idee gehabt, einen Call zu schreiben, den musstet ihr mit Verlust schließen, dann hattet ihr eine Adjustierung, einen Put, und den musstet ihr auch mit Verlust schließen, das heißt, ihr habt am Ende sogar zweimal verloren. Und in der Mail wurde dann gefragt, gehört das jetzt einfach mit dazu oder habe ich irgendwas falsch gemacht und so weiter. Und meine ganz klare Antwort darauf ist, das gehört dazu. Das ist der schlechteste Ausgang, den ein Trade nehmen kann, aber er gehört einfach dazu. Das ist absolut die Normalität. Das ist jetzt nicht bei jedem Trade so, aber sowas wird immer wieder vorkommen. Wenn du so eine Vorgehensweise hast, wie wir es tun, ja, das ist in jedem Trading ist das ein bisschen anders, aber wenn du so eine Vorgehensweise hast, wie wir es tun, dann wird das immer mal wieder passieren. Das ist jetzt nicht so sehr häufig, aber es wird immer mal passieren. Genauso aber, und übrigens, uns ist das momentan so passiert bei Sojabohnen. Ne? Also wer von euch auch in den Future-Märkten unterwegs ist, da hatten wir erst Calls geschrieben, die liefen sehr gut, dann kam der Markt runter, wir haben nochmal Calls dagegen gesetzt und weil der Markt ganz klar in einem Abwärtstrend war. Wir haben wieder Calls geschrieben, plötzlich schoss der Markt nach oben, wir mussten unsere Calls verteidigen, haben Puts dagegen geschrieben, der Markt ging weiter nach oben, wir haben unsere Calls mit Verlust geschlossen und dann ging es nach unten und wir mussten unsere Puts mit Verlust schließen. Ärgerlich, aber hey, das ist nun mal einfach so. Ne?
Und warum ist das aber etwas, was zum Spiel gehört? Und warum solltest du auch nicht allzu traurig über so etwas sein oder dich darüber ärgern? Warum? Weil es gibt auch die anderen Dinge. Wir neigen ja oftmals dazu, immer nur das Negative zu sehen. Ne? Oh, dieser Trade ist nichts geworden, dieser Trade hat kein Geld verdient. Ich will euch ein anderes Beispiel geben. Wir hatten kürzlich einen Trade im DAX-Index, und zwar hatten wir darauf gesetzt, also es war unsere Analyse, dass der DAX tendenziell ein bisschen schwächer werden wird. Also was haben wir getan? Wir haben Calls verkauft. Wir haben Call-Optionen verkauft, um die Margen zu reduzieren, haben wir noch einen zusätzlichen Call gekauft, also im Grunde eine Art Bear-Call-Spread. Und Idee war also, der Markt wird tendenziell seitwärts oder abwärts laufen. So, was ist jetzt passiert? Der Markt ging plötzlich nach oben. Also haben wir eine Adjustierung vorgenommen und haben einen Put dagegen gesetzt. Wir haben einen Call, ja, der kommt unter Druck, wir setzen einen Put dagegen. So, und jetzt passierte Folgendes. Wir haben ein bisschen mit den Laufzeiten variiert, also der Put hatte eine etwas kürzere Restlaufzeit. Und jetzt ging der Markt ein wenig nach oben. Das hat dazu geführt, dass der Put unten wertlos wurde. Das heißt, wir konnten ihn an unserer vorgesehenen Gewinnschwelle zurückkaufen. Und genau in dem Moment, wo wir das gemacht haben, also der Put wurde zurückgekauft, wir haben den vollen Gewinn realisieren können. Und plötzlich drehte der Markt tatsächlich nach unten und wir konnten auch noch den Gewinn aus unseren Calls, also aus der ursprünglichen Idee, realisieren. Und er war nie so stark unter Druck, als dass wir hätten ihn schließen müssen. Und das war natürlich die positive Seite. Das heißt, du hast eine Idee, du willst mit einer Option Geld verdienen. Jetzt musst du adjustieren, schreibst eine zweite Option dagegen und am Ende hast du mit zwei Optionen Geld verdient. Das heißt, hier hast du das Doppelte verdient, was du ursprünglich verdienen wolltest. Und bei dem vorigen Beispiel, das Sojabohnenbeispiel, hast du eben das Doppelte verloren, was du ursprünglich mit dem Call hattest. So, und jetzt neigen manche dazu und sagen dann, das ist Glück. Das eine war Pech, das mit den Sojabohnen war Pech, und das andere mit dem DAX, das war halt Glück. Und ich persönlich kann aber aus meiner Erfahrung sagen, es gibt im Trading kein Glück und es gibt auch kein Pech. Es gibt Trades, die setzt du nach gewissen Regeln auf, und wenn du diese Regeln immer wieder anwendest und wenn diese Regeln nicht grundsätzlich Unsinn sind, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich versuche das mal als Beispiel zu nehmen, damit man ein Bild hat, wenn du in einem übergeordneten Bullenmarkt im Aktienbereich, wenn du dann jeden Ausbruch auf ein neues Hoch short gehst, ne, dann ist das wahrscheinlich keine sehr sinnvolle Strategie. Wenn du aber in einem übergeordneten Bullenmarkt jeden Ausbruch kaufst, dann wird das nicht immer funktionieren, aber übergeordnet wird es Geld verdienen. So. Und genauso ist es eben hier beim Optionshandel. Ne? Je nachdem, was du da machst, wird es eben manchmal so sein, du hast manchmal Glück, und manchmal hast du vermeintlich Pech, aber es ist einfach, es gehört zum Spiel, wobei ich das Wort Spiel nicht so sehr mag, weil das Ganze immer so ein bisschen herabwürdigt. Ne? Aber es ist einfach ein Teil des Ganzen. Du machst Gewinne, du machst Verluste, übergeordnet musst du mehr Gewinne als Verluste machen, damit du mit deinem Börsenhandel Geld verdienst. Und deswegen gerade für die Neueinsteiger und diese Fragen, ich merke das ja auch immer, die Fragen kommen immer von Neueinsteigern und deswegen verstehe ich diese Fragen auch. Würde diese Frage von jemandem kommen, der das 5 oder 10 Jahre macht, würde ich sagen, du hast nicht verstanden, hör auf. Wenn es aber jemand fragt, der relativ neu in diesem Business ist, dann ist das vollkommen normal, weil man sagt, hey, auf zwei Seiten verlieren, das habe ich doch gar nicht so gelernt. Ne? Es ist aber normal, es gehört mit dazu und du kannst es auch, und das ist jetzt auch, da komme ich gleich auf die zweite Frage, du kannst es auch nicht verhindern. Also du kannst das nicht verhindern, indem du sagst, was habe ich falsch gemacht? Du hast überhaupt nichts falsch gemacht. Du hattest eine Regel, nachdem du den Trade aufsetzt, du hattest eine Regel, nachdem du adjustierst, und du hattest eine Regel, wo du deine Verluste begrenzt. Das heißt, du hast dich an deine Regeln gehalten und damit hast du alles richtig gemacht. Und mein guter Freund Michael Vogt hat mal irgendwann diesen Begriff geprägt, lieber, ich weiß nicht mehr, so ist, aber so sinngemäß, dass du einen fachlich korrekten Verlusttrade hattest. Ne? Und jetzt kann man sich über diesen, muss man den Begriff nicht lieben, aber er hat recht. Wenn du eben einen Trade machst und du hast alles richtig gemacht in diesem Trade und am Ende wird es ein Verlierer, brauchst du dich nicht darüber ärgern, weil das ist nun mal einfach so. Du hättest es nicht anders machen können. Nur diejenigen, die immer alle wissen, wohin der Preis geht, die hätten es natürlich besser gemacht. Okay? So, zweite Frage. Und zwar kam auch, da ging es um,
Ich glaube, da ging es sogar auch um diesen Sojabohnen-Trade. Ich habe ihn gerade noch vor mir. Und zwar, ich lese mal ganz kurz einen Teil der Mail vor. Beim Eröffnen von Positionen beachtet ihr die Charts. Beim Schließen von Verlustpositionen handelt ihr ausschließlich nach der Prozentverlustregel ohne Beachtung der Charts oder sehe ich das falsch? Und hier ist es ganz einfach so, natürlich sind, wenn wir Trades eröffnen, ist der maßgebliche Entscheidungspunkt der Chart. Also der Chart ist der Punkt, der uns sagt, okay, wo steigen wir ein? So, jetzt ist es natürlich beim Bereich Optionen aber so, dass du beim Optionshandel anders als beispielsweise beim Aktien- oder Future-Handel noch einen Punkt mehr mit beachten musst, nämlich das ist die Veränderung des Optionspreises. Mal angenommen, du gehst in einer Aktie oder in einem Future Long und sagst, wenn der hier oben drüber geht, dann möchte ich Long sein, warum auch immer. Und du sagst, okay, wo stimmt der Trade nicht mehr? An dem Punkt beende ich diesen Trade. Ne? Dann musst du das machen. Und dann beachtest du natürlich auch beim Ausstieg den Chart und weil du schon vorher weißt, an der Stelle würde ich aussteigen, passt du deine Positionsgröße entsprechend dieses Abstandes an. Also du sagst, okay, hier rein, da würde ich theoretisch rausgehen oder auch praktisch rausgehen, also habe ich so ein so großes Risiko, deswegen mache ich meine Position ein Stück, 10 Stück, 20 Stück, 100, wie auch immer. Ja, so. Das könntest du theoretisch beim Optionshandel genauso machen, also auch beim Optionsverkauf. Aber du musst natürlich eins beachten, beim Optionshandel ist es natürlich oftmals noch so, dass du eine weitere Kenngröße hast, die du im Vorfeld nicht berechnen kannst. Und das ist die Veränderung der Volatilität. Das heißt, natürlich kannst du sagen, okay, wenn der Preis unter eine bestimmte Marke wieder fällt, dann ist meine Trade-Idee nicht mehr intakt und dann schließe ich diese Option. Es kann aber auch sein, dass in der Zeit, noch bevor er diesen Punkt erreicht, die Volatilität zum Beispiel sehr stark ansteigt und du dann mit deiner Position an einem Punkt bist, wo du sie mathematisch schließen musst. Und zwar deswegen, weil, das wäre eigentlich fast noch ein Sonderthema, was wir mal machen können, deswegen reiße ich es hier mal nur kurz an, weil du hast ja beim Optionshandel, vor allem beim Verkauf von Optionen, nur ein begrenztes Gewinnpotenzial. Ja, du weißt, ich kann nur diese Prämie verdienen. Und aus dem Grunde musst du auch sagen, okay, ich muss am bestimmten Punkt, wo die Position im Minus ist, und zwar in absoluten Zahlen betrachtet, nicht vom Chart her betrachtet, muss ich Schluss machen, sonst rechnet sich das Ganze nicht mehr. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, wenn du eine Position schließt und du sagst, hey, der Trade als solches ist noch intakt, die Idee ist noch intakt, es ist vielleicht bloß durch die Volatilität, dass ich jetzt hier an dieser Stelle eine Marke erreicht habe, wo ich rausgehen muss, dann kannst du ja immer noch sagen, okay, dann adjustiere ich diesen Trade, ich setze den Trade nochmal neu auf, mit einem anderen Strike, andere Laufzeit, wie auch immer. Ne? Und das musst du eben tun. Oder kannst du tun, du musst gar nichts, aber du kannst das tun. Und das ist der Unterschied. Beim direktionalen Trade ist es halt so, du kaufst und ab einem bestimmten Punkt sagst du, okay, Trade-Idee funktioniert nicht, beendest du den Trade. Hast aber eben den Vorteil, wenn der Trade läuft, kann er dir auch einen sehr, sehr großen Gewinner machen. Beim Optionsverkauf ist der Gewinn von vornherein begrenzt, aber du hast dafür auch die Chance, das ist quasi dein Bonus, wenn es mal gegen dich läuft, du kannst das Ganze auch ein bisschen adjustieren, du kannst das Ganze anpassen und kannst den Trade am Ende dann doch noch reinbringen. Nicht jeden, haben wir gerade beim ersten Beispiel gesehen, aber du kannst viele Trades noch wandeln, dass aus dem Verlust wieder ein kleinerer Verlust wird, dass wieder ein, Plus-Minus Null oder im allerbesten Fall sogar wieder ein Gewinner daraus wird. Und ihr müsst immer an eines denken, beim Verkauf von Optionen, das ist ein statistisches Trading. Ja? Da geht es nicht um den einzelnen Trade, auch wenn der uns natürlich immer sehr emotional beschäftigt. Aber der einzelne Trade zählt nichts. Es zählt immer das langfristige Ergebnis über alle Trades hinweg. Und denkt immer bitte daran, Optionsverkauf ist wie der Verkauf von Versicherungen. Der eine Schadensfall mag ärgerlich sein, das spielt auch für die Versicherung keine Rolle, sondern es geht darum, wie viel habe ich Prämien eingenommen, wie viel habe ich Schadensfälle gehabt, wie viel habe ich ausgezahlt, was bleibt am Ende übrig. Und genauso ist es hier beim Verkauf von Optionen. Ihr werdet am Ende des Jahres nicht danach bewertet, oder nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren, habt ihr diesen einzelnen Sojabohnen-Trade oder diesen DAX-Trade oder diesen Euro-Trade oder diesen Apple-Trade oder diesen Tesla-Trade, habt ihr den ins Ziel gebracht, sondern was habt ihr denn unterm Strich am Ende verdient? Und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr das richtig macht,
dann werdet ihr mit so etwas wie dem Verkauf von Optionen viel Spaß haben. Wenn ihr in jeden Trade zu viel hineininterpretiert, dann verliert ihr euch in zu viel Details und dann werdet ihr nie auf den Sprung kommen, wo ihr sagt, okay, ich habe eine stetige, langfristige, positive Entwicklung in meinen Konten. Und es hat auch noch ein bisschen was mit Mindset zu tun, also mit Einstellung. Da werden wir auch nochmal demnächst was darüber machen. Und deswegen denkt mal ein bisschen über das Thema nach. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, ob euch das auch so passiert ist. Vor allem, mich würde mal interessieren, hat sich das bei euch geändert von denjenigen, die länger schon dabei sind? Wart ihr am Anfang da auch eher so, dass ihr gezweifelt habt? Und mittlerweile, weil ihr aber mehr Erfahrung habt, wisst ihr auch, okay, ich weiß einfach, ich muss meine Regeln einhalten und dann weiß ich auch, dass ich langfristig betrachtet dahin komme. Okay, so. Zu guter Letzt noch ein kleiner Hinweis und zwar, ihr könnt hier mal schauen, ich bin ja auch auf Instagram und auf Instagram veröffentliche ich auch immer mal in den Stories jeden Tag so ein bisschen was über die Märkte, was bei uns hier in der Firma passiert, wenn ich mal ein interessantes Buch habe und so weiter. Deswegen folgt mir auf Instagram, schaut euch das an. Wir machen auch jetzt immer mal Live-Sitzungen auf Instagram, ne, weil das halt ganz einfach ist, Handy an und dann geht's los. Also schaut euch das an, hier wird es eingeblendet und dann sehen wir uns demnächst auch da und hier natürlich schon wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut.